Vor 10 Jahren, am 29. April 2007, gewann der SC Magdeburg zum letzten Mal den EHF-Pokal und feierte diesen Erfolg gemeinsam mit tausenden SCM-Fans auf dem Rathausbalkon. Jetzt, 10 Jahre später, kämpft der SCM wieder um diesen Pokal. Nach den gewonnenen Spielen gegen RK Nexe geht es in der Gruppenphase weiter. Für die Grün-Roten ging die Reise am 11. Februar nach Kolding. Nach dem Sieg gegen den HBW Balingen-Wallstetten am vergangenen Mittwoch machte sich die Mannschaft mit dem Bus auf den Weg nach Dänemark. Nach 12 Stunden Busfahrt verbrachte das Team gemeinsame Tage in Kolding. Für unsere Dänen im SCM-Kader ist die Zeit in der Heimat immer etwas Besonderes. Es ist natürlich sehr schön, hier in Dänemark zu sein. Ich habe ganz viel in Kolding gespielt, so ich freue mich natürlich auf dieses Spiel und wir gehen natürlich für beide Punkte heute. Seit Donnerstag ist der SCM in Kolding. Viel Zeit, um sich gemeinsam intensiv auf den Gegner einzustellen, aber auch viel Freizeit, die man miteinander im Team verbringen kann. Es war ein paar gute Tage, das haben wir gehabt. Natürlich ist 12 Stunden im Bus ist natürlich ein bisschen hart, aber jetzt haben wir ein paar Tage in Kolding gehabt mit ein bisschen Trainierung und Video und so, aber auch ganz viele Freizeit und das bekommt uns auch ganz gut. Heute sind wir fit und bereit für diesen wichtigen Spiel. Nach einem gemeinsamen Spaziergang vor dem Spiel geht es für das Team zur Südbank Arena. Vor der Halle erwarten schon zahlreiche Fans die Spieler. Für sie ist ihnen kein Weg zu weit. Um 5.30 Uhr ging es im prall gefüllten Fanbus in den Norden. Eingestimmt haben sie sich mit der DVD vom Kiel-Spiel 2006. Auch sie wissen noch genau, wie der letzte EHF-Pokalsieg war und erinnern sich gern zurück. Die Erwartungen in diesem Jahr sind hoch und so tippen alle auf einen Sieg für die Grün-Roten. Ich weiß noch, also wo ich gesessen habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, ich habe dann unten praktisch, ja, wo es dann zu den VIP-Räumen geht, da habe ich dann in der Ecke gestanden, gefühlt waren bestimmt, 1000 Leute mehr drin in der Halle als rein dürfen oder reinpassen. Wie hat man das erlebt? War Wahnsinn. Also wäre schön, wenn man das mal wieder erleben könnte. Ja? Also war richtig toll und alle haben sich gejubelt. Und es war mal wieder schön gewesen, die damals jungen Spieler, den Yves zu sehen und den Christian Springer, den Joel Abati. Das war richtig toll gewesen. Ja. Ich sage, ja, wir gewinnen das Spiel, obwohl Kolding wirklich auf Druck steht. Denn die haben ja 3 Spiele hintereinander verloren. Aber ich denke mir, der SCM ist so gerüstet, hat den Balingen zwar mächtig kämpfen müssen. Die Kraft, denke ich mir, werden sie sich in der Zeit wieder geholt haben. Und ich bin auf einen Sieg. 2 Punkte. Die 2 Punkte, die wir heute mit nach Hause nehmen. Ja. Doch, ich denke auch. Also was anderes, ja, es kann immer was schiefgehen. Aber ich denke mal, die Erwartungen sind schon 2 Punkte. KIF Kolding Kopenhagen ist kein unbekannter Gegner für den SC Magdeburg. Im Champions League Halbfinale 2001-2002 standen sich beide Teams schon einmal gegenüber. Damals gewann der SCM die beiden Spiele. Ihr Trainer, Antonio Carlos Ortega, holte gemeinsam mit SCM-Co-Trainer Thomas Svensson beim FC Barcelona 6-mal die Champions League und 6-mal die spanische Meisterschaft. Der Ex-Berliner Fuchs Konstantin Igropulo spielt ebenfalls seit 2015 für KIF Kolding Kopenhagen. Hier eine schöne Idee. Die Koldinger Fans stellten jeden ihrer Spieler als Comicheld dar. Vor dem Spiel herrschte eine sehr angespannte Stimmung auf Seiten von Bennett Wiegert und seinem Team. Schnell wurden noch letzte taktische Veränderungen besprochen und geplant. Das Team hinter dem Team ist auch vertreten. Die gesamte Geschäftsstelle vom SC Magdeburg reiste mit nach Kolding, um ihre Jungs tatkräftig zu unterstützen. Die mitgereisten SCM-Fans versammelten sich so langsam auf ihren Plätzen und schmückten die Halle mit grün-roten Plakaten und Fahnen. Für den WM-Dritten Marco Besiak gab es eine besondere Überraschung. Corinna Anton fertigte für Marco ein besonderes Plakat an und wünschte ihm alles Gute zum dritten Platz. Aber nun wurde es ernst. Das erste Gruppenspiel für den SC Magdeburg steht in den Startlöchern. Willkommen im EHF Cup 2016-2017 lautete das Motto in Kolding. Auch die Koldinger Fans wollten einen Sieg ihrer Mannschaft sehen. Heiß waren nicht nur die Koldinger, sondern auch der SCM.
Von der ersten Minute an pushten die Fans ihre Mannschaft, aber das Spiel blieb am Anfang in der Hand der Gastgeber. Erst nach 3 Minuten warf Cheiko Musa das erste Tor für den SCM. In der 8. Spielminute dann endlich der Ausgleichstreffer. Yves Grafenhorst mit dem 4:4. Kurze Zeit später zeigte Yannick Rehn seine gewohnt starke Leistung und hielt, sodass Spielmacher Marco Besiak im Gegenzug die Führung zum 4:5 machen konnte. Ein Hoffnungsschimmer bei den mitgereisten Fans. Immer wieder feuerten sie ihre Mannschaft lautstark an und hofften, dass sie ihre Führung halten können. Aber das sollte nicht helfen. Die Koldinger setzten sich in der eigenen Halle schnell wieder ab. SCM-Coach Bennett Wiegert reagierte und nahm ein Timeout. Die Auszeit schien zu helfen. Wieder kam der SCM bis zum Ausgleichstreffer heran. Durch zu viele Fehler und Fehlwürfe gelang es ihnen aber nicht, erneut in Führung zu gehen. Die blieb bei den Hausherren, die sich mit 2 Toren absetzten. Die mitgereiste Geschäftsstelle feuerte die Jungs weiter an, gleichzeitig litt sie aber auch mit. Ab diesem Zeitpunkt ging das Spiel hin und her. Zur Halbzeit stand es unentschieden, 13:13. Die Hoffnung blieb aber bestehen und so sind auch die Fans weitere 30 Minuten für ihre Mannschaft da. Durch den Dänen Michael Damgaard gelangte der SCM wieder in Führung zum 15:16. Doch auch diesmal blieb die Führung nicht in den Händen des SC Magdeburg. Immer wieder wechselte sie zwischen Kif Kolding, Kopenhagen und dem SCM. Auch für Fans der Koldinger war es ein reines Auf und Ab. Die grün-rote Wand war immer lautstark mit dabei, besonders in der 49. Spielminute. Durch einen Steal von Yves Grafenhorst konnte Rechtsaußen Robert Weber die erneute Führung sogar auf 19:21 erhöhen. Es schien, dass der SCM die Partie jetzt in den Griff bekommen würde. In der Halle waren nun lautstark die Fangesänge der Magdeburger zu hören. Aber in den letzten 10 Minuten schien dem SCM in der Offensive die Kraft zu fehlen. Durch viele Fehlwürfe und 8 Minuten ohne eigenes Tor konnten die Hausherren erneut ausgleichen. Erst WM-Silbermedaillengewinner Christian O'Sullivan konnte die Durststrecke beenden und warf zum 23:22. 2 Minuten vor dem Schluss standen alle in der Halle und die heimischen Fans feuerten ebenfalls ihr Team lautstark an. Und das half. Bo Spellerberg traf zum Ausgleich, 23:23. Die Grün-Roten schafften keine erneute Führung und der starke SCM-Torhüter Yannick Rehn hielt den Ausgleich fest. Das erwartet schwere Spiel ging mit 23:23 zu Ende. Für beide Mannschaften gibt es somit einen Punkt in der Gruppentabelle. Woran die durchwachsene Leistung lag, konnten die Spieler nach dem Abpfiff schnell analysieren. Letzte Konsequenz. Wir hatten ein paar Mal die Möglichkeit, auf 2 oder 3 Tore plus zu gehen. Und dann hat Kasper Witt entweder gut gehalten oder wir haben einen technischen Fehler gemacht. Und das war eigentlich schade, weil wir haben uns in der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, haben aber gut gekämpft und war unentschieden zur Halbzeit. Und zur Halbzeit fand ich, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Aber ja, das Letzte hat leider gefehlt. Wir haben so viele einfache Fehler gemacht. Angriff, Abwehr hat gut gemacht heute. Nur 23 Tore. Janik hat gut gestehen und schöne gehalten. Und Finn hat gut gemacht. Aber leider war unser Angriff nicht gut genug heute. Ja, beide Abwehrreihen haben das Spiel, denke ich, dominiert bei 23:23. Mit den Torhütern hinten drin war das, denke ich, eine gute Abwehrleistung. Nichtsdestotrotz hatten wir heute die Chance auf den Sieg und am Ende hat Kolding den letzten Angriff, also ist es unentschieden dann irgendwo noch glücklich, aber auch verdient für uns. Aber ja, wir wissen noch nicht genau, was wir mit diesem Punkt anfangen können, hoffen aber, dass er am Ende der Gruppenphase Gold wert sein kann für uns. Es ist immer schön, in Dänemark zu spielen. Es ist eine schöne Halle hier und viele Zuschauer aus Magdeburg, die haben eine richtig gute Stimmung gemacht und das war einfach toll. Noch bis zum 1. April spielt der SCM in der Gruppenphase. Bis dahin sind noch viele Punkte zu vergeben. Erst einmal liegt der Fokus wieder auf der Bundesliga. Schon am Mittwoch, den 15. Februar, geht es zu Hause gegen Frisch auf Göppingen um 2 wichtige Punkte.